Hallo und herzlich willkommen zurück beim Let's Play von Satinavs Ketten. Ja, und das letzte Mal bin ich ja hier an diesem komischen Götterkreis ja quasi verzweifelt. Und ich habe dann offscreen noch eine ganze Weile rumprobiert und alles Mögliche ausprobiert und ja, bin größtenteils gescheitert und ja, hab dann aber noch eine Lösung rausgekriegt und zwar, also das mit den Zahlen hier, das ist irgendwie korrekt, ne? Also hier haben wir hier 5, 12, 1 und 3. So. Und dann ist hier, wenn man da Paios, der Götterfürst, guckt. erster unter den Göttern. Genau, der ist der erste. So, dann haben wir hier die 2 und hier die 3. So, nee, jetzt muss ich nochmal gucken. Also es geht ja mit was geht's los? Mit 5 geht's los. So, also 1, 2, 3, 4, 5. Da machen wir den. So, dann steht da 12. Also 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das ist ja dann hier, Raja, ne? So, dann hieß es, man soll die 1 anmachen. Da haben wir hier den da. Und dann noch die 3, 2, 3. So. Und das hat tatsächlich funktioniert. Und ich hatte vor allem vorher, als ich das ein paar Mal ausprobiert habe, ich habe dann zum Teil die Sachen einfach falsch gezählt und ach, was weiß ich nie, was alles, was ich da verkehrt gemacht habe. Und dann hat das natürlich alles nie funktioniert. Und zwischenzeitlich dachte ich, dass ich ja hier quasi 5, 1, 2, 1, 3 und immer in diesen Schritten weitergehen muss. Und naja, wie gesagt, also was man alles verkehrt machen kann, habe ich irgendwie verkehrt gemacht. Und ja. Gut, ja, dann denke ich mal, schnappen wir hier uns unser Zeug und gehen mal hier nach unten. Schauen mal, wo wir hier rauskommen. Was haben wir hier? Ein Kerzenleuchter? Er hängt genau über dem magischen Käfig. Ordnung muss sein. Mhm. Der Leuchter lässt sich weder rauf noch runterziehen. Schade eigentlich. Naja, gut. Gehen wir mal hier runter. Artefakt im magischen Käfig und eine Schrifttafel. Endlich eine Schrifttafel in meiner Sprache, was leider nicht heißt, dass ich auch alles verstehe. Na dann diesmal vor. Der Käfig des Asmodeus zur Verwahrung wertvoller oder verbotener Artefakte. Von kulminativer Schadensmagie umgeben. Besondere Obacht ist geboten. Die Schadenskraft überträgt sich auf jedes Subjekt oder Objekt, das mit dem Käfig in Berührung gerät. Sei es direkt oder indirekt, was in den Käfig hineingerät, kommt somit nimmermehr hinaus. Unsichtbare Kraftfäden halten das zu verwahrende Desiderat im Mittelpunkt des Käfigs. Okay. Der hölzerne Reif des Sehers. Die Magier haben ihn einfach wie ein Vogel eingesperrt. Tja, da müssen wir jetzt ran. Ah! Tja. Was zum Henker? Okay. Also anfassen ist offensichtlich nicht gut. Da steht, das, was man damit in Verbindung bringt oder was man anfasst, dann kommt man nicht ran. Was da drin ist, ist da drin. Ja, mal gucken. Also rausangeln wird wahrscheinlich nicht gehen. Au! Ja, da patscht da mal dagegen. Okay, kann man irgendwie so? Ah! Nee. Gut. Was habe ich auch erwartet? Aha. Der Krug passt nicht einmal durch eine der Öffnungen. Der Krug passt nicht durch die Öffnungen, okay. Mit der Weinkaraffe. Ich schwemme den Reif mit Wein aus dem Käfig. Okay. Au! Diese Kraft durchdringt alles, was mit ihr in Berührung kommt. Ja, okay,
Okay, also mit dem Glas wird das wahrscheinlich nichts. Vielleicht können wir ja hier oben mit dem Kerzenleuchter was anfangen. Der wird ja bestimmt aus einem Grund da oben sein. Ach ja, genau, vielleicht können wir den Wein hier durchschütten. Von hier aus würde der Wein direkt in den Käfig fließen. Jo. Aber die Karaffe lässt sich hier schlecht aufhängen. Ja, und das ist ja auch nicht aufhängen, sondern einfach nur hier reinschütten. Können wir... Was haben wir denn hier alles noch? Der Mistgabel? Windling würde sich die Haare raufen. Oh. Okay. Da. Ich schneide nicht. Nicht mit dem Feuerstein, das macht mit Sicherheit keinen Sinn. Das Buch denke ich auch nicht. Ach so, warte mal, vielleicht können wir den Dingens als Trichter... Ein Trichterhut. Ah, okay. Ein Trichterhut. Gut, dann können wir jetzt hier bestimmt den Wein durchschütten. Dann fließt der Wein durch das Loch in den Käfig. Jo. Oder durch den Käfig hindurch. So oder so, dem Artefakt bringt mich das noch nicht näher. Okay. Vielleicht müssen wir den Tonkrug doch hier irgendwie reinbringen. Aber da hat er gemeint, der geht hier nicht durch. Leer. Mit denen da nicht rein. Ah! Ach so, warte Gut. mal. Was hat der Krug? Ja, das hat man ja schon mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Den Krug. Warte mal, warte mal. Vielleicht können wir den. Um der alten Zeiten willen. So oft, wie wir den jetzt schon kaputt gemacht haben. Wenn ich sie einfach hineinfallen lasse. Die Scherben schweben genauso darin wie der Holzreif. Hey, ho, okay. Jetzt ist der Krug da drinne. Können wir den jetzt wieder Wenn ich jetzt machen? Oben durch den Krug greife. Aha. Au, verflucht! Hm. Nein, so nicht. Okay, da kommen wir also noch nicht rein. Aber jetzt können wir vielleicht den Wein reinschütten. Yeah. Oh, okay, also das war jetzt doch, das war nicht ganz so kompliziert wie die Sache mit dem komischen Steinkreis. Meine Güte. So viel zu eurem unüberwindbaren Käfig. Naja, das war schon etwas ausgefallen. Mit diesem Artefakt ist der Seher also den Flammen entkommen. Und jetzt ist sein Geist im Körper des Raben. Okay, naja, dann probieren wir doch mal. Nochmal mit dem Giacomo zu reden. Gucken, was der uns jetzt erzählt. Hallo. Wir müssen reden. Jo, sehe ich auch so. Red mit mir über das Artefakt des Sehers. Schau, Giacomo, der Reif des Sehers. Bei allen Sternen. Ich habe inzwischen noch mehr in den Analyseprotokollen der Magier gelesen. Wisst ihr jetzt, was genau das Ding macht? Hesinde sei mir gnädig. Es scheint wirklich die Seele von zwei Lebewesen zu tauschen. Wichtig ist ein Fokus. Das Artefakt muss mit einem Körperelement der Zielperson versehen werden. Die Feder beim Raben. Aus meinem Traum. Sehr richtig. Die Zielperson muss sich zudem in der Nähe des Artefakts aufhalten. Wie zaubert das Ding? Sprichst du das Zauberwort? Löst es die Magie des Reifs unmittelbar aus. Mhm. Allerdings... Hier steht, seine Magie sei bereits zum größten Teil verbraucht. Was heißt das? Es ist nur noch ein einziges Mal anwendbar. Okay, kannst du mir da noch ein bisschen was erzählen zu dem Seelentausch? Wisst ihr, wie ein Seelentausch möglich ist? Eine schwierige Frage. Bitte, okay, Jakob. Tja, jedes Weg darin mit Macht von... Also weh der... Das okay. steht zu ver... Vielleicht sogar den des Königs. Was sagst du da? Ach, nur ein Gedanke. Okay, dann probieren wir doch. Vielleicht können wir den jetzt als Köder benutzen. Noch ist der Seher im Rabenkörper gefangen. Mhm. Wie hat Gwynling immer gesagt? Um einen Vogel zu fangen, brauchst du zwei Dinge. Das richtige Netz und den richtigen Köder. Warte, das ist gefährlich. Wieso? Wenn der Seher den... Oder wir spielen ihm das Artefakt erst in die Hände. Wem erzählt? Aber wir sind keine Sklaven. Okay. Ah... Ja, guck mal hier.
Dann können wir ja probieren, das Zauberwort zu ändern. Wäre es möglich, das Zauberwort des Reifes zu ändern? Du meinst den Auslöser? Wieso fragst du? Wir könnten den Reif für den Seher unbrauchbar machen und ihn als Köder benutzen. Interessanter Gedanke. Die Analyseschriften der Magier sagen, dass das möglich wäre. Das ursprüngliche Zauberwort muss rückwärts aufgesagt werden, sofort gefolgt vom neuen Wort, das es zu applizieren gilt. Hatten die Magier damit bereits Erfolg? Leider nein. Das Zauberwort des Sehers blieb ihnen verborgen. Okay, dann frag mal ihn jetzt noch mal zu dem Fokus aus. Was genau kann als Fokus dienen? Es bedarf einer echten Ingredienz des Körpers der Zielperson. Haare, Fingernägel, Blut. Das richtet den Reif magisch auf diese Person aus. Die Ingredienz muss mit dem Artefakt verbunden werden, es berühren. Okay. Und ja, was hat's hier mit dem Corvus auf sich? In meinem Traum hatte der Seher ein Wort gemurmelt, als er seine Seele tauschte. Versuche dich daran zu erinnern. Es lautete Corvus. Formidabel. Dann können wir den Reif mit einem eigenen Zauberwort präparieren. Ja, schlag mal doch mal was Wie wäre vor. es mit... Mit Nuri. Nuri. Es sollte nicht zu persönlich sein, sonst wird der Seher es durchschauen. Und Nerutneva? Nerutneva. Es darf nicht zu kompliziert sein, damit wir es selbst nicht vergessen. Ich kann es mir merken. Und ihr seid doch Feenforscher. In fremden Zungen sprechen birgt immer Gefahren, glaube mir. Okay. Dann halt Satinav. Satinav. Eine sehr gute Wahl. Satinav soll es sein. Okay, dann, ja, also dann machen wir mal los. Ich bin bereit, zur Rabenspitze zu ziehen und Nuri zu befreien. Den Raben ködere ich mit dem Artefakt, das er so begehrt. Dann töte ich ihn und fliehe mit Nuri. Ich weiß nicht, Geron. Sicher, ohne das neue Zauberwort ist es für ihn nutzlos, aber wie willst du ihm eine Falle stellen? Er ist ein Rabe. Ich bin Vogelfänger. Ich lasse mir schon etwas einfallen. Dein Selbstvertrauen möchte ich haben. Dann heißt es wohl, Abschied nehmen. Mögen die Sterne der Welten und alles Feenglück mit dir sein. Lebt wohl. Leb wohl und halte dich von den Saiten der Harfe fern. Sie zu berühren, zersprengt den menschlichen Geist. Danke für eure Hilfe, Giacomo. Na dann ziehen wir mal los. Die Zeit heilt alle Wunden, heißt es. Auch ihre eigenen. Doch Gerons Zeit war beinahe verronnen. Schicksal, Vorsehung, Untergang. All das kümmerte ihn jetzt nicht mehr. Das Ende seiner Reise lag vor ihm. Ich verhalte mich besser ruhig. Oha. Das sieht, ja, doch, das sieht gefährlich aus hier. Okay, hier sind ein paar von den Kreaturen, hier irgendwelche Opfertiere, die Raben dranhängen. Oh, da ist ein Katapult. Hier geht's nach oben. Da ist auch noch ein Katapult. Da die Mauern zerfallen sind, ist das Katapult jetzt genau auf den See gerichtet. Die Eigentlich. Festung hat dem Belagerungsgerät nicht lange standgehalten. Gehen wir mal da hoch. Das Pferd sieht auch sehr lecker aus. Da mal Katapult. Völlig vereist. Cool. Mal Was sehen. Die Mechanik funktioniert noch, aber sie ist vereist Oh. und der Bolzenhebel zum Einrasten wurde abmontiert. Okay. Das heißt, an der Winde können wir jetzt wahrscheinlich nicht drehen. Ja. Irgendetwas klemmt. Hängt. Naja, gut. Vereist. Okay. Wir haben doch hier Feuer. Dann auftauen.
Sehr gut, das Eis löst sich. Super. Jetzt sollte es gehen. Dann können wir ja hier zumindest schon mal dran herumkurbeln. Ohne einen Bolzenhebel, der das Zahnrad einrastet, kann ich hier lange drehen. Okay, also ich brauche einen Bolzenhebel. Oh, was haben wir hier noch? Geschossen. Lange haben die Belagerer nicht durchgehalten. Oder die Belagerten. Ja, denke ich auch. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier so eine Kugel. Was machen wir mit dem Pferd? Lange kann es noch nicht tot sein. Das ist das Pferd eines Ritters. Der Vorderlauf ist mit der Andergaster Eiche gebrandmarkt. Können wir damit irgendwas... Der Herr Firon wird es verstehen. Oh. Okay. Dieses Stück Fell sollte genügen. Was machen wir damit? Der Herr Firon wird es verstehen. Okay, können wir da nichts mit anfangen. Vielleicht kann das Fell die fehlende Schlinge an dem Katapult ersetzen. Ah, okay, da fehlt also noch eine Schlinge. Gut, können wir ja noch der was Herr machen? Firon wird es verstehen. Lange kann es noch nicht tot sein. Das Fleisch hier auch noch rausholen? Mehr brauche ich nicht. Okay, das haben wir jetzt auch noch. Natürlich nicht. Der Herr Firon... Wenn ich das Artefakt in dem Blut des Pferdes tränke und dann das Losungswort spreche, verschwindet dann meine Seele in den Körper des toten Pferdes? Huch. Dann das sollten wir vielleicht nicht ausprobieren. Weiter, ich darf jetzt nicht an Essen denken. Okay. Nicht so. Nicht. Gut. Haben wir hier, können wir das mit dem Messer festmachen? Was soll ich da schneiden? Mit dem Feuerstein wird es ja mit Sicherheit jetzt gehen. Sollte es gehen. Was? Achso, nee, das haben wir schon aufgetaut. Den Artefakt. Das lasse ich lieber. Das geht bestimmt bloß kaputt. Das soll ja für die Schlinge, das Geschoss brauchen wir und das Pferdefleisch wird ach, mit Sicherheit nein. auch nie gehen. Okay, viel mehr ist hier auch gar nicht. Okay, gehen wir nochmal nach unten. So, ich denke mal, wir können hier wahrscheinlich nicht raus. Ich verhalte mich besser ruhig. Okay. Höhleneingang, Rabenstatue, Opfertiere, Kreaturen, Katapult. Okay, wir kommen hier nicht hin. Können wir das über die Mauer werfen? Ich locke sie auf den See und dann bringe ich das Eis zum Bersten. Da. Unwahrscheinlich. Nicht? Können wir das Fleisch dahin schneiden? Eher steche ich mir die Augen aus, als dass ich diesem Götzen opfere. Okay. Ich muss dringend mal wieder schlafen. Vielleicht an die Opfertiere schmeißen. Nee, mach das. Ich verhalte mich besser ruhig. Das Eis zum Bersten bringen. Ach so, warte mal. Vielleicht können wir hier... Okay. Ich verhalte mich... Die Rabenstatue. Das hier ist für dich, Rabe. Ah. Okay. Okay, jetzt gehen die alle auf das Eis. Können wir das nochmal machen? Mehr richten meine Kräfte nicht aus. Ah, schade, okay. Können wir da jetzt vielleicht hier raus? Okay, jetzt können wir hier rausgehen. Warum wird diese Schlacht in keiner Sage erwähnt? Suchen wir mal das Katapult. Vielleicht gibt es ja hier noch so einen Hebel, den wir dann hier oben benutzen können. Tada! Ja. Supi! Warum wird die... Für die Verteidiger muss es ein aussichtsloses Gefecht gewesen sein. Okay, dann fix hierher. Den Hebel da angebracht. Der Hebel gehört hier an das Zahnrad. Sehe ich genauso. So, und jetzt können wir die Winde spannen. Alles klar.
Leider fehlt die Schlinge. Jo, das haben wir ja vorhin schon mal festgestellt, als wir das Pferd auseinandergenommen haben. Für einen Schuss muss das reichen. Und dann packen wir hier das Geschoss rein. Plöpp. Und ich denke, dann ziehen wir hier am Häkel. Das wollte ich schon immer mal machen. Ja. Yeah. Bam. Das hat sich gelohnt. Yeah. Statue ins... insbesondere... keine Ahnung, was ich da wieder sagen wollte. Auf jeden Fall ist das hier alles kaputt gegangen und die sind jetzt hier unter Wasser. Okay, gucken wir uns mal hier die Opfertiere an. Dir wird niemand mehr opfern, Seher. Dir wird niemand... Nee. Dir wird niemand mehr... Dir wird niemand... Hier noch Hochopfertiere. Opferpfahl. Okay, können wir den mitnehmen? Ah, okay, gut, dann nehmen wir mal alles mit. Und dann denke ich, gehen wir mal hier in die Höhle rein, oder? Haben wir noch was übersehen? Nee, Opfertiere. Nö, okay, gut, dann nischt wie rein. Hua, 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 hua. Da sind die ganzen Krähen und das da ist die Harfe. Nuri, sie lebt noch. Da können wir nicht hingehen, oder? Dieses entsetzliche Dröhnen. Lange hält mein Verstand das nicht aus, aber ich muss weiter. Okay. Na ja, dann. Diese Biester bewachen den Weg zur Harfe. Oh. Was? Ach, die Krähen. Sie bewachen den Höhleneingang. Ah, okay. Sie bewachen den Höhleneingang. Ich darf den Krähen nicht zu nahe kommen, sonst liege ich bald neben diesem Gerippe. Da, na okay, das ist natürlich nicht so prickelnd. Oh, hier haben wir noch einen Geröllhaufen. Was ist das? Ein Grab? War da vielleicht noch was? Ich möchte gar nicht wissen, was darunter begraben ist. Okay. Können wir hier das Fleisch... Zeit für eine Krähenfütterung. Aber ich sollte das Fleisch irgendwo befestigen, damit sich keine Krähe damit davonmacht. Na dann machen wir das... Ich muss den Pfahl erst reparieren. Ach so. Okay. Dafür haben wir... Ja, ich komme, Nuri. Und dann wird der Rabe diesen Pfahl schmücken. Naja, vielleicht erstmal so. Zeit für eine Krähenfütterung. Und dann packen wir das hier hin. Jo. Das hat gut geklappt. Okay, jetzt ist hier unten niemand mehr. Nuri! Gehen wir mal da drüben hin. Sommergang im Eis. Nee. Ja. Lass mich los! Nicht das schon wieder. Oje, oje, oje. Nicht. Die Kreaturen mögen kein Licht. Und ausgerechnet jetzt komme ich nicht an meinen Feuerstein. Ach, verdammt. Kann man den Artefakt was ausrichten? So nicht. Das Gerippe. Warum ist immer alles unerreichbar? Das frage ich mich manchmal. Wie soll ich da rankommen? Da ist noch ein Messer. Mein Messer. Mein Arm ist... Okay, aber es ist ja eh zerbrochen. Kann man das vielleicht erstmal kaputt machen? Ganz meine ich. Okay. Wie soll ich da rankommen? Verflucht, ich komme immer noch nicht dran. Okay, wir haben ja hier oben nur noch das Gerippe. Das nützt alles nichts. Können wir das da nicht? Das ist keine Fackel. Da hilft kein Funk. Kann man hier was geben? Das lässt sich nicht zerdeppern. Oh. Warte mal. Da. Ah. Okay, das.
Das hat sich gelohnt. Nach dem Eiszapfen da runtergedonnert. Okay, okay, kann man jetzt hier an das Messer? So weit weg. So komme ich jetzt immer noch hier an das Messer ran. Ach so, Moment. Zu stumpf und brüchig für eine Waffe. Genau. Ich habe es. So. Das ist für dich, Schmeißflieger. Da, nimm. Bam. So. Nuri. Nicht mal. Nuri! Nuri! Wer bist du? Oh Mann. Die arme Nuri hat uns voll vergessen. Ja, ich bin's. Kannst du mich sehen? Ich bin es, Geron. Geron? Die Harfe hat dich herbeigerufen, wie der Vogelmann es gesagt hat. Ja. Ich wollte dir einen grünen Himmel malen, aber die Töne machen alles schwarz. Ich werde dich von hier fortbringen. Irgendwie. Ja. Müh dich nicht, Vogelfänger. Es gibt keine Rettung. Nuri und die Harfe sind eins. Sehr. Ja, ein Jammer, dass ich bin, wer ich bin. Dass ich sehe, was ich sehe. Und tun muss, was zu tun ist. Erwartest du Mitgefühl? Ich bin nicht herzlos, Nachthaar. Ich nehme mir lediglich, was mir bestimmt ist. Und was ist das? Einst wurde mir Unsterblichkeit versprochen. Doch erhalten habe ich nur die Aussicht auf einen qualvollen Tod. Zu Recht. Aber das darf nicht mein Schicksal sein. Die Götter haben noch eine Aufgabe für mich. Nicht grundlos wird die Gabe des zweiten Gesichts vergeben. Darum darf ich nicht sterben. Sterben wirst du aber. Ich werde dich rupfen und dann ausstopfen. Überlege dir deine nächsten Schritte gut. Vogelfänger, es muss hier nicht enden. Verstehst du nicht? Nuri ist nur Traumstoff. Der Zaubervogel, der zerplatzt, wenn du ihn greifst. Dort unten wartet das wahre Leben auf dich. Das Kräutermädchen wird dir viele Kinder schenken. Kinder, die keine Fee dir geboren hätte. Wie sieht es aus? Willst du mir dafür nicht etwas geben? Hast du nicht hergebracht, was mir gehört? Gib mir das Artefakt und ich lasse dich ziehen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Moment. Da will ich doch vorher nochmal einen Speicherstand anlegen. So. So, was haben wir denn hier für Optionen? Aushändigen. Na gut, das macht man natürlich nicht. Wozu das Artefakt? Was willst du mit dem Reif? Soll dein Geist in meinen Körper fahren? Wahrlich. Das wäre eine wunderbare Ironie. Doch warum Vogelfänger sein, wenn ich auch König werden kann? Vielleicht hier mit dem König? Darum geht es dir? Du willst die Herrschaft über Andergast? Andergast? Nein. Ich werde über ein Reich der Träume herrschen. 1000 Traumsplitter offenbaren mir die Zukunft. Dann forme ich sie nach meinem Willen und werde endlich unsterblich sein. So, okay, dann wir geben dir das Artefakt nicht, also definitiv nicht. Was hast du mit Nuri gemacht? Lass sie gehen, martere mich, wenn du ein Opfer brauchst. Du kannst sie nicht mehr retten.
Die Harfe hat sie verschlungen. Jeder versucht, sie zu befreien, wäre ihr tot. Okay. Also die Nuri, die kommt hier nicht mehr weg. Das ist natürlich blöd. Na gut. Dann, ja. Also? Nein, nein. Es muss noch einen anderen Weg geben. Vergeudete Gedanken, Nachtar. Ich habe deine Entscheidung längst gesehen. Du wirst deine Hand ausstrecken und du wirst mir den Reif geben. Es ist unabwendbar. Das Artefakt, gib es mir! Gehen wir erstmal nochmal raus. Können wir hier mit dem Raben, mit der Harfe sollen wir ja nichts anfangen. Das müssen Tausende sein. All das nur, um die Zukunft zu sehen, um den eigenen Tod zu verhindern. Die Musik verwandelt die Krähen in Albtraumvögel. Oh je. Dieses entsetzliche Dröhnen, lange hält mein Verstand das nicht aus. Okay, können wir hier... Ist das hier, um mit Nuri zu reden? Nuri! Gib nicht auf, Nuri! Ja. Ja. Es tut mir leid, dass ich gelogen habe. Ich wollte dich retten. Mach dir keine Sorgen. Kobolde lügen auch oft. Und ich mag Kobolde. Oh, ist das rührend. Können wir dich irgendwie aufmuntern? Bald wirst du frei sein. Dann fliegst du frei wie ein Vogel, hoch zum Himmel. Irgendwie bringe ich die Harfe dazu, dich freizulassen. Aber ich bin doch die Harfe. Und wenn ich nicht mehr spiele, bricht alles auseinander. Okay. Ich muss jetzt gehen. Nein. Bleib doch hier. Der Vogelmann möchte, dass du alleine bist. Nein. Damit ich dich nicht ablenke. Nein. Ich will nicht allein sein. Ich habe so lange gespielt. Ich wollte, dass du herkommst. Der Vogelmann hat es mir versprochen. Oh Mann, die arme Nuri. Weint hier? Bald wirst du wieder lachen, Nuri. Das verspreche ich. Aha. Halte aus, hörst du? Okay. Solange sie noch weinen kann, ist Nuris Seele nicht verloren. Das stimmt. Ja. Bald wirst. Was? Der Fokus. Ich verwende Nuris Tränen als Fokus für das Artefakt. So wie der Seher einst die Feder verwendet hat, um sich in den Rabenkörper zu retten. Jo, so machen wir das. Jetzt haben wir Artefakt mit Nuris Tränen. Super, okay, jetzt. Und, Vogelfänger? Jetzt aber. Hier, jetzt kannst du dein komisches Ding kriegen. Hier hast du deine Krone. Trage sie, solange du lebst. Da hat er sie. Und jetzt? Du hattest nie vor, mich gehen zu lassen, nicht wahr? Sei zornig auf die Götter, Nachtar, nicht auf mich. Ungerecht scheint jedes Los, das sie uns auferlegen. Doch was ist dein Leid oder das Leid einer Fee gegen all die Leben, die ich retten kann? Okay, pass mal auf hier, jetzt prophezeien wir dir mal was. Lass mich dir eine Prophezeiung stellen. Du wirst scheitern und den Tod finden. Und das Ende, das ich bringen soll, gilt dir. Deine Zeit ist abgelaufen. Zeit? Was verstehst du von der Zeit? Die Zeit ist das Feuer, in dem wir brennen.
Einst zerschmetterten die Urgötter den Spiegel des Kosmos, der die Zukunft zeigte. Heute Nacht setze ich die Scherben neu zusammen. Der Wächter der Zeit wird deinen Frevel bestrafen. Jo. Der Wächter der Zeit? Der 13-Gehörnte, der angekettete Gigant. Mhm. Verstehst du immer noch nicht, Vogelfänger? Der 13-Gehörnte hat keine Macht über mich. Es gibt keinen Wächter der Zeit. Es gibt keinen Satinav. Yeah. Ha. Kehrte mit ihr nach Andergast zurück. Dort ahnte niemand etwas von seiner großen Tat. Doch das kümmerte ihn nicht. Mit den Krähen hatten sich auch die dunklen Träume verflüchtigt. Und das Land fiel bald wieder in einen friedlichen Schlaf. Hey. Mann. Ja. Haben wir es doch tatsächlich geschafft. Ja, bis auf so ein, zwei Stellen, wo es doch ein bisschen kniffliger war, muss ich sagen, war es doch sehr entspannt. Also Rätsel waren doch eigentlich die meiste Zeit ganz logisch. Also ich fand es gut. Wie gesagt, auf die ein, zwei Stellen, wo ich doch relativ viel rumprobieren musste und beinahe verzweifelt bin, insbesondere die Sache mit dem Götterkreis, das war ja so, naja, aber schön. Ja, an der Stelle möchte ich mich auch nochmal bei allen fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir und ja, ich hoffe natürlich, dass ihr auch das nächste Mal wieder reinschaut, ich mal wieder ein Let's Play mache. Ich weiß noch gar nicht, was jetzt demnächst auf dem Plan steht. Es wird wahrscheinlich erstmal ein bisschen weniger werden. Ich habe es ja in der letzten Folge schon mal angesprochen, weil ich nicht mehr ganz so viel Zeit habe. Aber ich versuche mal wenigstens, dass jeden Tag wenigstens ein Projekt online geht, so dass ihr zumindest eine Sache zum Gucken habt. Ja. Ansonsten, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben oder vielleicht auch bei Facebook, ob es euch gefallen hat, was ihr euch vielleicht zukünftig für Let's Plays wünscht, also ob ihr da irgendwelche bestimmten Vorzüge habt. Das ist vielleicht ganz gut für mich zu wissen, weil im Moment habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es doch auf meinem Kanal sehr Adventure-lastig geworden ist, also mit Baphomets Fluch 1 und 2 und Satinavs Ketten. Und es kommen auf jeden Fall noch andere Adventure dazu. Das kann ich ja jetzt schon mal versprechen. Einfach weil, ja, das hatte ich mir halt noch vorgenommen und das passt doch in die Reihe rein. Und naja, da kommen halt noch ein paar Sachen. Ja, in der Zwischenzeit scrollen hier noch die Credits durch. Von Daedalic Entertainment hier, da ist der CEO gerade genannt, Creative Director Jan Michaelis. Ja, tja, da bleibt mir gerade die Sprache weg. Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt so spontan noch erzählen soll. Ja, wenn es euch gefallen hat, wenn euch das Spiel gefällt, dann ja. Könnt ihr es euch ja selber noch holen. Ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile günstiger geworden ist. Ich glaube, es gab sogar ein paar
Special-Angebote jetzt letztens bei Steam. Ja. Tja. Ach ja, da sind wir jetzt auch schon am Ende. Mensch. Verrückt. So schnell ging's. So schnell. Da war es dann auch vorbei. Tja, mit diesem Ausblick, diesem Screen, möchte ich mich dann auch verabschieden und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Projekt. Bis dahin, tschüss. So, jetzt habe ich mich gerade schon verabschiedet, verdammt. Jetzt sehe ich mal hier, wir gucken mal fix noch, für alle, die jetzt noch nicht abgeschaltet haben, gucken wir mal jetzt noch hier in die Extras rein. Sind gerade in den Errungenschaften, sehe ich gerade, ja. Okay, also wir haben irgendwie nicht alles gekriegt. Heiler, man kann sich ja, man kann das auch wieder heile machen, okay. Ich denke mal, die Sachen, die kriegt man, wenn man alles, was man kaputt machen kann, kaputt macht. Hier alles, was man ganz machen kann, auch ganz macht. Ja, das mit der Hose, das, keine Ahnung, wer weiß. Das mit den Hotspots, ich glaube, das habe ich ein bisschen verpeilt. Das hätten wir vielleicht kriegen können, wenn ich am Anfang das sozusagen auf schwer gestellt hätte und dann einfach mal über die Lupe. Also es gab ja immer hier unten eingeblendet, wo das Inventar war, gab es hier eine Lupe, konnte man die Hotspots auch finden. Aber das habe ich wohl vergessen. Ja, die hier, ich weiß gar nicht, warum wir das jetzt nicht gekriegt haben. Wahrscheinlich, weil wir später dann irgendwann die Hotspots eingeschaltet haben. Ja, alle Erfolge fehlen uns, ja. Ja, Reise kann losgehen. Was haben wir hier noch? Auf der Flucht. Ja, das sind so die Sachen, die man ganz normal durch den Spielfortschritt kriegt. Bewahre jemand vor einer verzweifelten Tat. Das hier, mach doch, ist mir egal. Ist wahrscheinlich, wenn man den Ulfried oder Olgierd, ich weiß gar nicht mehr, welcher von den beiden das war, wenn man den einfach seinen Selbstmordgedanken überlassen hätte, vermute ich zumindest. Pferdeflüsterer. Ja, ich glaube, das hätte man wahrscheinlich gekriegt, wenn man, na, da bei dem Ritter Zornbold, ihr erinnert euch vielleicht noch, wenn man da mit dem Pferd geredet hätte oder so. Ja, die Angel, da hätte man irgendwie die Angel kriegen müssen, wo ich aber echt keine Ahnung habe, wie man die bekommen soll. Was haben wir hier? Ein guter Stoß. Ja, keine Ahnung, wie man das bekommen hätte. Frauenversteher. Ja, ich will. Frauenverschmäher. Nein, ich will nicht. Ehrliche Haut. Ach so, das war hier, wo es diese drei Auswahlmöglichkeiten gab bei der Nuri. Da hätte man quasi. Aber das hätte man einfach durch Neuladen oder so. Hier beim König. Das haben wir ja auch bekommen. So, kannst du das Licht anmachen? Da hätten wir wahrscheinlich ab und an nochmal ein paar, weiß ich nicht, Kerzen oder sonst was anzünden müssen. Ja, das hier haben wir ja verpeilt. Wir haben ja, das ist hier in der Feenhöhle. Haben wir quasi den Korb am Anfang nicht getroffen. Das mit dem Drehwurm weiß ich nicht. Vielleicht in den Traumgemä. Nee, hier im. Na, in dem Feenreich. Quasi den Apfelbaum immer rum und rum drehen musste. Ja, Videos haben wir ja alle hier. Da sind alle vorhanden. Können wir uns jetzt angucken. Tja, und bei den Bildern, na gut, da fehlen uns jetzt zwei, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, die hätten wir wahrscheinlich durch zwei andere Achievements noch bekommen. Na gut, aber wir gucken uns mal noch. Das haben wir schon gesehen. Uns mal noch die letzten beiden an. Da haben wir noch mal die Nuri, den ganzen Krähensturm. Sehr schön. Und das Titelbild, was ja auch auf der Box drauf ist. Ist interessant, wie sich das noch verändert hat hier, sozusagen von dem ersten Entwurf. Wir haben einfach noch die Krähenflügel drauf, wurden dann weggenommen. Und der Rabe hier hinten. Hier drüben, das wurde alles weggemacht. Hübsch, hübsch. Sehr schön, sehr schön. Gut, ja, dann denke ich mal,
weiterspielen können wir nicht. Neues Spiel, nö, das machen wir jetzt nicht. Sag ich mal, jetzt wirklich tschüssi und ihr habt ja noch mal ein bisschen Extras gesehen. Bis dahin. Ciao.